10 Jahre sind vergangen, seit aus einer Idee heraus das Projekt Flowerbauer ins Leben gerufen wurde. Ein Projekt, das seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf nachhaltig in die Arbeitswelt integriert. Wir haben eine Spezialisierung auf der Lehrausbildung, das heißt, die Jugendlichen machen bei uns eine Lehre in verschiedenen Lehrberufen, wobei sie da wählen können zwischen Florist, Landschaftsgärtner, Einzelhandelskaufmann oder Bürokaufmann, und dementsprechend haben wir auch sozusagen unser Angebot für unsere Kunden ausgerichtet. Die Lehrausbildung an und für sich ist so, dass man wiederum wählen kann zwischen Regellehre oder integrativer Berufsausbildung, und uns geht es darum, darauf zu schauen, dass eben aufgrund der Lernziele, die im jeweiligen Lehrberuf vorgegeben sind, die Jugendlichen erfolgreich zum Lehrabschluss kommen. Zahlreiche Jugendliche haben durch Flowerbauer mittlerweile ihren Weg gefunden. Und auch wenn es sowohl für die Ausbilder als auch die Jugendlichen nicht immer leicht war, zieht Martina Halper ein positives Resümee. 10 Jahre Flowerbauer, da kann man was erleben. Wir haben ja unseren Slogan Erlebnisse in Grün. Und wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, ist jeder Tag ein Abenteuer, den wir halt mit viel Freude versuchen zu begehen. Wir erleben natürlich aufgrund der Schicksale unserer Jugendlichen jeden Tag auch Themen, die grundsätzlich schwierig sein können. Aber wir schauen einfach drauf, dass wir die guten Dinge herauspicken und das forcieren. 10 Jahre Flowerbauer. Eine Erfolgsgeschichte, die definitiv noch nicht zu Ende ist. Denn auch in den nächsten Monaten steht jede Menge auf dem Plan. Das heurige Jahr sozusagen geht jetzt in die zweite Halbzeit. Wir wollen jetzt den Frühling abschließen, dann noch im Juni mit einer Abendveranstaltung zum Thema nachtaktive Pflanzen. Wir werden nächste Woche dann auch noch in Bernbach den Kräuterschaugarten offiziell übernehmen, den wir heuer eben von der Pfarre Bernbach auch sozusagen mit übernommen haben. Und für den Herbst haben wir dann wieder verschiedene Veranstaltungen in Mooskirchen geplant, unter anderem wieder das Vogelscheuchenfest und zum Advent natürlich unser traditionelles gemütlicher Hausadvent. Flowerbauer hilft mit der Kraft der Blumen Jugendlichen dabei, ihren Weg zu finden. Ein wahres Vorzeigeprojekt.